Was ist unser Vermögen als Frau? Was ist die Potenz des Femininen? Wenn wir die Energetik des weiblichen Körpers erkunden und unsere feminine Potenz mehr und mehr klar wird, fühlbar wird, und wir erkennen, was für ein Schatz wir in uns tragen und dass wir ihn nicht leichtfertig verschenken sollen, spüren wir auch mehr und mehr, wie wertvoll unser Körper ist und der Zugang zu unserem Körper. Wie sehr bist du dir deines Wertes bewusst? Wie sehr fühlst du ihn, deinen Wert? Das Feminine ist ein Sog, ein Vortex von Segnungen und Vergrößerungen. Wir Frauen und unsere Desires können ein Sog für Segnungen und Vergrößerungen sein im Leben unseres Mannes, im Leben der Männer. So wie ich es zu Beginn gesagt habe, du hast die Fähigkeit, die Potenz zu magnetisieren, und zwar nicht über Vision Boards, sondern körperlich, energetisch aus deinem femininen, magnetischen Pol heraus zu empfangen, zu halten und zu potenzieren, zu multiplizieren, zu gebären. Und das bedeutet eben auch, dass du seine Geschenke, seine Versorgung, seine Führung, seine Anweisung, seine Korrektion, seine Liebe und seine Aufmerksamkeit empfangen und halten kannst. Und dass du sie auch genießen kannst. So fließt der Kreislauf. Du erweiterst deine Kapazität, in deinem Körper zu bleiben, dein Fühlen zu halten, dich zu öffnen, zu erweitern, zu empfangen, zu potenzieren und zu gebären. Sein Bewusstsein, Co-Kreation, Vermögen, Schöpfung jeglicher Art. Unser Vermögen, unsere Kapazität wird zu ihrem Vermögen, zu unserem gemeinsamen Vermögen. Daraus werden Welten erschaffen. Daraus werden Königreiche geschaffen. Wenn wir uns dessen wirklich fühlbar bewusst werden, seine Saat und ihr empfangen, ihr halten und gebären, es ist sein Königreich, ihr gemeinsames Reich an dir. Hingabe an die Liebe, immer und immer wieder. Der Weg der Devotee to Love.